Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Top 10 Skins Video. Heute geht es um die AUX. Die spielt zwar fast keiner, aber trotzdem ist es halt eine Waffe, die durchgetoptent werden möchte. Jetzt ist gleich Livestream, also um 18 Uhr. Kommt dran, Bonuspunkte für die Giveaways, pipapo. Ihr wisst Bescheid, ne? Und sowieso halt Fewer Games, weitere Giveaways und so weiter und so fort. Auch dieses Top 10 Video ist wieder gesponsert von... Skinny Baroni, unserem Partner, wenn es darum geht, Skins zu verkaufen, zu kaufen und so weiter und so fort. Schäh. Der Link steht in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Aber jetzt fangen wir mal direkt an, ne? Platz Nummer 10. Da liegt bei mir die Anodized Navy. Die hat so ein bisschen gekämpft mit der Hot Rod, weil die Hot Rod eben, ja, halt auch gut aussieht. Das gleiche in Rot. Aber trotzdem hat diese hier gewonnen, weil ich halt nicht so der absolute Rot-Fan bin, vor allem wenn es halt nur Rot ist. Wie sieht's mit dem Preis aus? Schlecht. Also hier gibt es nur eine. Leider ist es bei den AUX generell so, dass es halt nicht so viele gibt. Also die spielt fast keiner, die hat fast keiner, die verkauft fast keiner, die kauft fast keiner und so weiter und so fort. Ja, 14,50 Euro. Wir können uns hier jetzt nicht wirklich einen Eindruck davon bilden, weil wir halt keinen, ja, nicht mehr haben. Und auch direkt einen FN. Naja. Die Radiation Hazard liegt auf meinem 9. Platz und ich denke, ihr seht, warum sie mir gefällt. Also sie hat wie immer hier dieses Oh-Oh-Oh-Zeichen drauf. Obacht, obacht, ja. Hier sind zwar einige rot- oder orange-töne Stiche dabei, aber die kommen natürlich auch sehr geil hier drauf, ja, auf diesem dunkleren Untergrund. Schä. Fast schon leuchtend. So muss es sein. Und der Preis kann hier diesmal auch etwas besser erörtert werden, denn wir haben jetzt hier halt einiges am Start, ja. Also ich kann jetzt hier mal ganz kurz auf günstigste zuerst gehen und dann gucken wir mal, was wir da so anlegen können. 2 Euro Einsatz pro Fabrik, neu 1,30 Euro. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Also wenn ich hier ein Skin verkaufe, gucke ich natürlich erstmal, was der Rest so bietet, wenn ich möchte, dass mein Kram überhaupt verkauft wird. 1,19 Euro in FN. Also wer hier im grünen Bereich was haben möchte, kann 82 Cent anlegen. Weiter geht's mit unserem 8. Platz und da liegt die AUX Ricochet. Die haben wir schon diverse Male im Giveaways rausgehauen, da brauche ich glaube ich nicht arg viel dazu sagen. Farben, schick, fertig, zack, bumm, Form, pipapo. Aber Preis geht eigentlich auch. Ich gehe mal zuerst auf günstigste und stelle mal direkt auf den grünen Bereich. Aha. Boah, 75, wir machen mal noch FT dazu. Aha, aha, okay, ist nicht wirklich weniger geworden. Kann man schon mal machen, wobei es sich jetzt generell hier gerade so ein bisschen wie, ja, verschenkte oder verschwendete Liebesmühen anfühlt. Sagt man das so? Weil sie ja eh kaum gespielt wird. Ich kenne in meinem Kreis nur eine einzige Person, die AUX spielt. Ab und an mal spielt und sonst niemanden. Trotzdem hat auch diese Top 10 ihre Daseinsberechtigung. Platz Nummer 7. Da wird es mit der Fleetlock schon etwas interessanter. Vögelchen drauf. Ja, ganz gut, oder? Mit den Wolken und sowas. Die Farben sind zwar nicht sehr stark, aber trotzdem kann man alles gut erkennen. Und ich denke, hier kommen wir auch langsam in den Bereich der hübscheren Dinge. Preislich kann man jetzt hier nicht großartig in Vergleich ziehen, weil es halt sehr wenige sind. Ich sortiere sie noch einmal. Aber ja, das ist jetzt hier mit 54 Euro Max und 1,50 Euro Minimum doch eine dicke Spanne bei so wenig Dingen. Naja. Rücken wir weiter vor zu Platz Nummer 6. Dort liegt bei mir eine AUX Aristokrat. Die haben wir auch schon oft rausgehustelt, vor allem auch oft mit StatTrak. Die habe ich irgendwann mal, ich weiß nicht von wem, ganz oft bekommen. Und die habe ich auch lange Zeit gespielt, also habe ich sie halt ausgerüstet gehabt und so ein bisschen die Kills drauf gesammelt. Ich kann mal kurz um den Spaß gucken, was... Das ist sogar immer noch meine Waffe. Mal gucken, wie viel Kills ich da drauf habe. Kann ich jetzt nicht jetzt hier gucken? 239! Pff, kann mich nicht beschweren. Von denen hatte ich ganz viel. Ist aber schon ewig her, ziemlich am Anfang, als ich wieder Streams angefangen habe. Und dann gab es die ganz oft und die Leute haben sich auch immer voll gefreut. Also damals wurde die vielleicht auch öfter gespielt, als sie heute gespielt wird. Dennoch ist die preistechnisch gar nicht so extrem schlecht. Wir können hier mal auf günstigste gehen, so 60 Cent. Was haben wir hier im grünen Bereich? Nicht so arg viel, aber 1,06 Euro Minimal wäre hier die erste 8,51 Euro in StatTrak. Beziehungsweise wir gehen mal auf den günstigsten StatTrak-Preis. So, 2,43 Euro. Ja, meine ist glaube ich auch in FT. Und weiter. 5. Platz, Syd Meat. Hat viel Rot, ich weiß, ja, aber auch schön viele Details. Fleisch aus dem Süden. Das ist jetzt, glaube ich, auf der Liste der erste Skin, der den kompletten Körper der Waffe bedeckt, oder? Oder war das woanders auch noch? Ich glaube nicht. Obwohl doch vielleicht bei der Fleet Flock, da sah es halt dezenter aus, aber ich glaube, da ging es auch bis vorne. Naja, dennoch komplett bedeckt. Der Preis sieht jetzt nicht so schick aus, aber geht, glaube ich, oder? Naja, 1,38 Euro in komplett zerstört. Wie sieht die aus? Da fehlt einfach der vordere Teil? Krass, das vorne gruppelt sich einfach weiter ab. Also dieser Bereich hier, der geht einfach weg. Alter, das kenne ich noch gar nicht, dass ein kompletter Bereich, also wirklich perfekt abgetrennt, verschwindet. Viel Auswahl ist jetzt hier auch nicht drin und da unten kostet es 200. Dün. 0,07. Platz Nummer 4. Stymphalian. Was ein toller Name. Gold, dunkel, weiß, hervorstechend, glänzend. Vogel.
Also wer auf so mythologisch korrekt dargestellte Sachen steht, der ist hier auf jeden Fall beraten. Und zwar richtig. Der Preis ist, glaube ich, wieder jetzt nicht so prickelnd. Mal schauen, was hier verschwindet, wenn das Ding kaputt ist. Wird nur undeutlicher, ne? Es verschwindet auch langsam auf dem Magazin. Ist aber trotzdem noch gut zu sehen. Hier ist die Spanne nicht so groß, ne? Wenn man hier bedenkt, 2 Euro bis 10, da war bei der anderen auf jeden Fall mehr drin. So viel zu Platz 4. Jetzt kommen wieder die oberen 3 Plätze und ihr dürft raten, was da wohl bei mir steht. Diese Skins gibt es noch alle, ja? Voilà, das war's schon. Aha, okay. Ich lasse es mal so. Ich kann euch sagen, dass die Wings nicht drin ist. Die hätte ich zwar fast mit reingenommen, also nicht in die ersten 3, aber weiter unten. Sie hat es aber dann doch nicht reingeschafft. Und natürlich interessiere ich mich auch wieder für eure Top-Listen. Gerade bei den Teilen hier ist es auch wiederum sehr interessant, weil es so wenige gibt. Letztes Mal bei den AKs war es auch spannend, ne, weil es da so extrem viele Skins gibt und da kann man halt aus vielen Dingen wählen oder muss aus vielen Dingen ein paar herauswählen. Ja, und hier ist es eben aufgrund dieser extrem wenigen Bespieltheit interessant, was ihr hier wählen würdet. Wahrscheinlich kennen die meisten auch gar nicht alle Skins. Haut rein, los geht's, Platz Nummer 3. Ich denke, viele haben schon damit gerechnet, dass die Chamäleon bei mir irgendwo sein wird, vor allem wahrscheinlich auch weiter oben irgendwo. Und hier ist sie auf Platz Nummer 3. Skins mit Tieren drauf kann ich einfach nicht widerstehen. An sich ist es ja auch wirklich nur diese Stelle, der Rest, also dieses komische, diese Blätteroptik oder was es sein soll. Aber das Chamäleon, guck doch mal hier. Licky, der Preis, nicht so. Alter, was war das? 2,63 Euro, ja. Guck mal, Minimum wäre 3,41 Euro. Also ich denke, auch hier kann man, wie sieht die Spanne aus? Oh ja, also hier kann man schon, wenn sie einem komplett halt zusagt, könnte man vielleicht zugreifen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine rumfliegen habe. Ajo? Ajo? Guck mal, da leckt den Lickert ab. Lickert, da. Ah, Platz Nummer 2, auch Momentum. Sick, dude. Neonfarben. Rot. An den Ecken. Blau, was ist es? Ja, verschiedenste Blautöne. Petrol ist da bestimmt auch mit drin, alles Mögliche. Gerade die Frauen werden wieder einiges erkennen können. Als Mann sagt man, ja, das ist rot und blau. Das ist das Momentum, wovon Beryl und ich immer sprechen. Hier, da muss es stimmen. Wenn du das nicht hast, also das Momentum, nicht den Skin, dann wird schwierig in Counter stricken. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt so eine Kacke nehme? Noch komplett gut. Boah, die ist ja komplett zerrissen, oder? Warte mal, das hat doch was, oder? Dieses Verdunkelte, dieses Abgedunkelte hat doch was. Wobei sich auch das hier oben noch mit verdunkeln müsste. Macht den Skin jetzt aber auch nicht wirklich schlechter. Platz Nummer 1, meine Damen und Herren. 3, 2, 1. Da haben wir die ultrasicke Aug Akihabara Accepted. Ist das Ding nicht cool? Ich weiß zwar nicht, wie man mit einer Aug, also jetzt halt großartig klatscht. Obwohl, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Haben nicht vor kurzem noch sau viele Leute die Aug gespielt, weil irgendjemand bekannt, das viel auch gespielt hat. Und dann haben auch alle angefangen, die auch zu spielen. Ich weiß nicht, ob die Phase immer noch anhält. Aber ich denke, das ist dann so ein Skin, den man halt dann gerne am Start hätte, nicht wahr? CSGO, accept. 1 vs. 5, Clutch, get wrecked. Kommt in die Livestreams vom Dumbabla. Okay, okay, wow. Der Preis ist heavy. Das ist schon wirklich krass. Also wenn man sich überlegt, was man sich für 428 Euro alles kaufen kann. Der Skin würde mir da, glaube ich, als letztes einfallen. Soweit, so gut, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann jetzt im Livestream. Ne? Um 18 Uhr geht's los. Ich denke, das Video ist hoffentlich kürzer wie eine Viertelstunde, weil es halt um 17:45 erscheinen wird. Ich mache auch wieder eine Premiere an, dass wir live zusammen da hocken können. Gestern war ich auch am Start bei der Premiere, aber ich konnte ums Verrecken nicht schreiben. Bei mir stand immer, dass ich, wenn ich was abschicken wollte, dass es nur geht, während die Premiere an ist. Obwohl sie gelaufen ist. Ich freue mich auf euch. Wir lesen uns dann auch in den Kommentaren. Vielen Dank für die Likes. Vielen Dank für die Kommentare. Macht's gut und bis gleich. Ciao, ciao.